Gute Freundschaft ist auch über religiöse Grenzen hinweg möglich. Das mag für Sie nicht ungewöhnlich klingen oder gar selbstverständlich sein. Unter Juden und Muslimen ist es das leider nicht. Die Muslim Jewish Conference will gegenseitiges Verständnis, interkulturellen Dialog und auch Freundschaft zwischen den beiden Religionen fördern. Und so klingt es, wenn ein bekennender Muslim und ein orthodoxer Jude mitreißenden Hip-Hop bieten und dabei durchaus politisch sind. From Moses to Muhammad, I say peace to all the prophets. A universal message manifested in our topic. Hip-Hop kombiniert mit Elementen traditioneller islamischer und jüdischer Musik. In ihren Texten machen der bekennende Moslem Mohammed Shahya und der orthodoxe Jude Danny Raphael ihre Religionen und die damit verbundenen Vorurteile und Konflikte zum Thema. Musik ist eine universelle Sprache und die Sprache der Jugend. Wir wollen vor allem auch junge Menschen erreichen. Wir müssen Angst und Unwissenheit überwinden, um ein Miteinander zu ermöglichen. Die Musiker sind anlässlich der Muslim Jewish Conference nach Wien gekommen. Initiator Ilja Sichrowski freut sich besonders über die Zusage des ungewöhnlichen Duos. An und für sich geht es darum, dass neben der Arbeit in den Komitees, die halt sehr anstrengend ist und sehr ernst ist, die Leute einfach gemeinsam Spaß haben. Und dazu ist eine jüdisch-muslimische Hip-Hop-Gruppe, die auch noch gute Musik macht, eigentlich die beste Idee. In the darkness of your womb I resided for 9 months. Fears to a baby, I'll embrace you when time comes. I personally feel that the hatred comes. Ich glaube, Hass entsteht meist durch Unwissenheit. Die Menschen haben immer Angst vor dem Unbekannten. Wir möchten den Leuten etwas zeigen, nicht um ihnen unsere Meinung aufzuzwingen, sondern um ihre Augen und Herzen zu öffnen. Die interkulturelle Kommunikation funktioniert sichtlich auf der kleinen Bühne des Ostclubs und vielleicht auch irgendwann auf der großen Bühne der Weltpolitik. True, true, one with my creator. One, one. Thank you for choosing me.